Seit ich im Amt bin, gilt für mich, auf den Anfang kommt es an. Alles, was wir später an Fähigkeiten brauchen, startet in der frühkindlichen Bildung und in der Grundschule. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, dass am Ende der Grundschulzeit jede und jeder die Basiskompetenzen beherrscht. Lesen, Schreiben und Rechnen müssen sitzen. Denn wer in den frühen Jahren zurückbleibt, wer nicht gut Deutsch sprechen und lesen kann und wer beim Addieren und Subtrahieren unsicher ist, hat später kaum noch eine Chance, das wieder aufzuholen. Deshalb beginnt unsere Bildungsreform bei den Kleinen, noch vor der ersten Klasse. Wir testen alle Kinder auf ihre sprachlichen Fähigkeiten und führen unter dem Namen Sprachfit für alle, die es brauchen, ein intensives, verbindliches Sprachtraining ein. Und für diejenigen, die noch nicht die nötigen Vorläuferqualifikationen haben, um die Schule zu beginnen, richten wir nach der Kita die Juniorklasse ein. Dort werden die Kinder nochmals ein Jahr lang intensiv vorbereitet und erwerben das nötige Rüstzeug, sodass sie bereit sind für den Schulbeginn. Unser Ziel ist es auf den Punkt gebracht, dass jedes Kind erst in die Schule kommt, wenn es in der Schule auch mitkommt. Fast 1000 Standorte werden wir im Land dafür nach und nach aufbauen und damit in wenigen Jahren ein flächendeckendes Angebot bereitstellen. Zusätzlich schaffen wir in den Klassen 1 und 2 jeweils 2 zusätzliche Sprachförderstunden für die Kinder, die hier nach wie vor einen Bedarf haben. Mit all dem stellen wir sicher, dass unser Bildungswesen auch diejenigen mitnimmt, die ihren Bildungsweg mit weniger guten Startbedingungen beginnen. Wir schnüren damit das größte Reformpaket in der Bildung seit Jahrzehnten. Denn hier beginnt Bildungsgerechtigkeit. Am Anfang, in der Kita und in der Grundschule.